Test, Test, Test. Ah, jetzt hört man mich. Wunderbar. Wir fangen auch direkt an. Wir sind schon ein bisschen spät dran. Aber ich denke, das kriegen wir trotzdem hin. Thema ist soziale Netzwerke und das Social Web. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde, soziale Netzwerke sind eine wirklich großartige Sache. Ich finde es wirklich toll, im Netz Dinge zu liken, Dinge miteinander zu teilen, sich mit seinen Freunden zu vernetzen. Ich möchte kein Web mehr, was diese sozialen Funktionen nicht unterstützt. Nein, im Gegenteil, ich möchte, dass diese sozialen Funktionen im gesamten Web verfügbar sind, denn soziale Netzwerke sind nicht das Web. Aber das Web kann ein großes, dezentrales, soziales Netzwerk werden, wenn wir unsere Daten befreien und uns unabhängig von großen Anbietern miteinander vernetzen. In diesem Sinne, let's tear down these walls mit Links, die Mauern sozialer Netzwerke überwinden. Mein Name ist Angelo Feltens. Ich arbeite als Softwareentwickler an Webprojekten für die Linneas IT GmbH in Braunschweig und ich blogge unter datenwissen.de. Das erste soziale Netzwerk, an dem ich mich angemeldet habe, war Wer kennt wen? Und wenn man bei Wer kennt wen auf einen externen Link klickt, dann bekommt man dieses lustige Umleitungsschild zu Gesicht. Mit der Meldung, du hast gerade auf einen Link geklickt, mit dem du die Seiten von werkenwen.de verlässt. Soziale Netzwerke sind geschlossene Plattformen. Sie versuchen, ihre Nutzerinnen und Nutzer so lange wie möglich auf dieser Plattform zu halten, anstatt sich dem Web zu öffnen. Bei Facebook geschieht das Ganze etwas subtiler. Facebook versucht, möglichst viel Content aus dem Web in der eigenen Plattform zu vereinnahmen, um die Nutzer überhaupt nicht in Versuchung zu führen, die Seite zu verlassen. Das kann man so viel teilweise halt Anreißertexte lesen, direkt Videos innerhalb von Facebook anschauen. Und selbst wenn man dann die Seite verlässt über einen externen Link, findet man dort wieder eine Integration in Facebook vor über Social Plugins etc. pp. Damit sind soziale Netzwerke oder damit definieren soziale Netzwerke auch die Grenzen unserer digitalen Welt. Denn was nicht sich innerhalb der Plattform Facebook befindet, das, was Facebook nicht bekannt ist, das kann mir laut Facebook auch gar nicht gefallen. Ja, ich kann die Band XY so toll finden, wie ich möchte, wenn sie nicht auf der Plattform Facebook in irgendeiner Form präsent ist, wenn Facebook diese Band nicht kennt, dann kann sie mir laut Facebook auch nicht gefallen, obwohl ich sie ja trotzdem mag, aber die Grenzen, meine Grenzen in der digitalen Welt werden durch die soziale Netzwerkplattform bestimmt. Soziale Netzwerke sind voneinander abgeschottete Datensilos. Wenn ich etwas im Web veröffentlichen möchte, muss ich mich auch immer entscheiden, wo will ich das veröffentlichen? Will ich das bei Facebook veröffentlichen, will ich das bei Google Plus veröffentlichen oder bei Twitter? Diese Entscheidung impliziert dann auch immer, welchen Benutzerkreis erreiche ich mit meinem Content. Wenn ich etwas bei Facebook veröffentliche, zum Beispiel bei Facebook ein Event einstelle, dann können an diesem Event digital erstmal nur Facebook-Nutzer teilnehmen. Wenn ich auch Google Plus Nutzer erreichen möchte, dann muss ich das Event mit den gleichen Daten nochmal auf Google Plus einstellen. Die heutige Infrastruktur der sozialen Netzwerke führt also zu dupliziertem Content, der miteinander nicht kompatibel ist. Und gleichzeitig sind außer den Inhalten eben auch die Personen, die Nutzerinnen und Nutzer, voneinander abgeschottet. Zum Beispiel haben wir hier in grün unsere liebe Nutzerin Alice. Die hat einen Account bei Facebook und einen Account bei Google Plus. Und ihr Freund Bob ist ebenfalls bei Facebook, aber nicht bei Google Plus. Dafür ist er bei Twitter. Die Überwindung dieser Social Network Grenzen heißt heute immer Duplizierung von Content oder Duplizierung und Duplizierung von Nutzeraccounts. Das führt zum Phänomen des Cross-Postings, damit Bob. Wenn Bob will, dass seine auf Twitter veröffentlichten Inhalte auch in der Timeline von Alice erscheinen, dann muss er sie auf Facebook crossposten. Das ist irgendwie sowas, was jeder macht, aber keiner richtig mag, aber was heute ein gangbarer Workaround ist, um diese Mauern der sozialen Netzwerke zu umgehen. Wir haben uns schon fast an diese Mauern gewöhnt, aber bei genauer Betrachtung ist das absolut absurd.
Obwohl bei Facebook Bob und Alice miteinander befreundet sind, kann Bob den Inhalt von Alice auf Google Plus nicht abrufen. Angenommen, Alice hat einen Inhalt bei Google Plus eingestellt, der für ihre Freunde sichtbar sein soll, dann kann Bob, wenn er dem Link von Facebook auf Google Plus folgt, diesen Inhalt nicht sehen. Er wird erstmal von der Login-Maske eingeleitet, obwohl er ja mit Alice befreundet ist. Er ist eben nur aus Sicht von Google auf der falschen Plattform mit Alice befreundet. Die Freundschaft bei Facebook ist für Google Plus nichts wert. So, wie sollte jetzt eigentlich das optimale Social Web aussehen, in dem diese künstlichen Grenzen nicht existieren? Eigentlich möchte Alice einfach nur Alice sein. Sie möchte Inhalte mit ihren Freunden teilen, sich mit ihren Freunden vernetzen und sich dabei keine Gedanken um Plattformgrenzen machen. Und sie möchte sich nicht ständig Accounts anlegen und diese Accounts synchron halten. Sie möchte sich unabhängig von Diensten im Web bewegen, im Web agieren und ja letztendlich sollten die Nutzerinnen und Nutzer und die Inhalte von ihnen im Vordergrund stehen und nicht die genutzten Dienste. Ja, Alice will also ihre Inhalte veröffentlichen, miteinander verlinken, mit sich und die Inhalte untereinander und sie möchte sich mit ihren Freunden verlinken. Sie möchte sich mit Bob befreunden. Alice und Bob sind im Web. Sprich, sie sind nicht auf irgendwelchen Plattformen, sondern im Web. Beziehungsweise es ist egal, auf welchen Plattformen sie sich tatsächlich befinden. Sie können Inhalte ins Web einstellen, diese Inhalte miteinander und mit sich selbst verlinken. Bob kann mit den Inhalten, die Alice veröffentlicht, interagieren, weil sie miteinander befreundet sind. In einem solchen Web sind die Dienste reine Infrastruktur und können transparent in den Hintergrund treten. Die Nutzer und die Inhalte hingegen rücken in den Vordergrund. Die Dienste sind wirklich reine Dienstleister, die die Inhalte bereitstellen, die gegebenenfalls dem Nutzer ein Interface geben, um diese Inhalte zu verwalten, aber sie bauen keine Mauern auf. Ein Beispiel, was heute schon funktioniert, ist bei Blogs. Ich kann irgendwo im Web bloggen und Bob kann zum Beispiel dann hingehen in seinem eigenen Blog eine Reaktion auf einen Blog-Eintrag von Alice schreiben. Und trotzdem kann er verlinkt werden über sogenannte Pingbacks. Und im Prinzip kann man ein ähnliches System auch auf das ganze Social Web ausweiten. Ja, denn im Web gibt es ein unfassbar geniales Konzept. Quasi ein Konzept, auf dem das Web fundamental aufbaut. Und dieses Konzept, das nennt sich Link. Kennen wir alle? Denn jedes Dokument im Web, jedes einzelne Dokument, ist durch eine sogenannte URI, ein Uniform Resource Identifier, global identifiziert. Ich kann jedes Dokument damit auffinden, ganz egal, auf welchem Server es sich befindet, in welchem Teil der Welt. Es ist auch völlig egal, auf welchem Server und ob es überhaupt ein Server ist. Es könnte auch dein Router zu Hause sein oder dein Smartphone. Über diese Uniform Resource Identifier sind globale Verlinkungen der Dokumente möglich. Wenn also unsere Alice den Fängen der Social-Netzwerk-Plattformen entkommen will, könnte sie einfach hingehen und sich ein Dokument anlegen, ein Profildokument, irgendwo im Web, auffindbar über die URI des Dokumentes. Zum Beispiel unter example.org/Alice. Und sie könnte in diesem Profil auch Links auf die Profile ihrer Freunde setzen. Aber warum eigentlich nur Links auf Dokumente? Warum kann ich nicht auch meine Freunde und mich selbst direkt im Web identifizieren? Heißt schließlich Uniform Resource Identifier. Vielleicht ist euch der Begriff Uniform Resource Locator, URL, eher ein Begriff. Der Schwerpunkt liegt da auf dem Begriff Locator, weil ich damit Dokumente auffinden kann. Uniform Resource Identifier sind im Grunde genommen dasselbe. Hier liegt aber der begriffliche Schwerpunkt tatsächlich auf dem Identifier, weil ich damit wirklich Dinge identifizieren kann. Nicht nur auffinden, das ist ein globaler Identifier für Dinge im Web. Und für Dinge heißt eben nicht nur für Dokumente, sondern bei Bedarf auch für Personen und ja, irgendwelche anderen Dinge wie Events etc., Städte. So, also kann sich Alice nicht nur ein Dokument anlegen, sie kann sich auch selbst einen solchen Identifier im Web geben. Zum Beispiel example.org Alice-me, das ist so ein Fragment-Identifier dran. Das ist jetzt tatsächlich ein globaler Identifier im Web für Alice selbst. Das ist die Web-ID von Alice.
Alice wird mit dieser Web-ID ein verlinkbarer Teil des Webs. Ich habe auch so eine Web-ID und das wollen wir uns jetzt einfach mal praktisch angucken, wie das dann ausschaut. Ihr habt schon gesehen bei Alice, bei mir ist es das Gleiche. Es gibt einmal diese URL bzw. die URI für das Dokument. Das ist einfach nur jetzt in meinem Fall me.dison.org person afeltens und dann der Identifier für mich selbst, für mich als Person, ergänzt um ein Hash me. Das ist der Fragment Identifier, heißt es korrekt. So, das ist der Vorteil dieser ganzen Konstruktion ist, wenn ich meine Web-ID im Browser aufrufe, dann komme ich dadurch, dass der Browser automatisch den Fragment Identifier wegkürzt, auf mein Profildokument. Schauen wir uns das mal an. So, das muss ich mal kurz rüberschieben. So, hier ist jetzt meine Profilseite. Ihr seht, hier oben habe ich meine Web-ID eingegeben und dann komme ich zu meiner Profilseite. Aber wir haben jetzt hier nicht nur eine HTML-Seite vor uns, mit der könnten wir noch relativ wenig anfangen, wenn es um das Thema Social Web geht, im Thema Interaktionen. Aber das ist nicht alles, was hier tatsächlich hinter dieser Web-ID hinterlegt ist. Denn dieses Dokument, dieses Profildokument existiert in mehreren Repräsentationen. Vielleicht kennt der eine oder andere das Kommandozeilentool curl. Mist, das sieht man jetzt nicht. Dann muss ich das anders machen. Muss ich nochmal eine Konsole aufmachen auf dem anderen Schirm. So, ich kann mit curl, kann ich auch einen HTTP-Accept-Header setzen, den setze ich jetzt hier auf accept application rdf plus XML und wenn ich damit jetzt meine Web-ID abrufe, dann bekomme ich kein HTML, sondern ich bekomme ein maschinenlesbares Format. Und das wird noch zentral werden, damit wir das Profildokument nicht eben nur als HTML-Seite anzeigen können, sondern tatsächlich damit auch ja, das maschinell weiterverarbeiten können in unserem Social Web. Okay, so viel zum Profildokument. Jetzt schauen wir uns mal an, was steckt eigentlich hinter diesen maschinenlesbaren Daten genau dahinter. Das Profildokument enthält sogenannte Linked Data. Linked Data habe ich etwas ausführlicher präsentiert im letzten Jahr auf der SIG in 2012. Wer sich da näher interessiert, dem empfehle ich den Vortrag einfach nochmal anzuschauen. Der ist ja auch aufgezeichnet worden. Wir werden jetzt einen groben Blick drauf werfen, um zu verstehen, wie wir das Ganze für Social Web einsetzen können. Linked Data nutzt das Datenmodell RDF, Resource Description Framework. Dieses Datenmodell ordnet Daten in sogenannten Trippeln an. Diese Trippel bestehen aus den drei Teilen Subjekt, Prädikat, Objekt. Im Grunde genommen ist jedes Like im Social Web ein RDF-Trippel oder kann als RDF-Trippel dargestellt werden mit dem Subjekt I, also derjenige, der einen Content liked, dem Prädikat Like und als Objekt dem Content, der geliked wird. I like Content. Subjekt, Prädikat, Objekt. Die Prädikate, die mir für diese Aussagen zur Verfügung stehen, ist ja letztendlich ein einfacher, ganz primitiver Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt. Und die Prädikate, wie jetzt hier dieses Prädikat like, die mir zur Verfügung stehen, die werden über sogenannte Ontologien definiert. Eine solche Ontologie nennt sich Friend of a Friend, die Vorab-Ontologie kurz. Und diese Ontologie ermöglicht Alice und allen Web-ID-Nutzern Aussagen über sich selbst und über die Beziehung zu anderen Personen zu treffen. So kann Alice mit Hilfe der Vorab-Ontologie in ihrem Profildokument zum Beispiel ihre Freunde verlinken. Gibt es ein Prädikat for of knows. Links seht ihr das Subjekt, das ist die Web-ID von Alice, die wir eben schon kennengelernt haben. Und als Prädikat wird jetzt hier for of knows verwendet, um zu sagen, okay, Alice kennt irgendetwas oder irgendjemanden. Und als Objekt, hier jetzt einfach grafisch dargestellt, aber in der Realität würde dann auch da wieder eine Web-ID stehen. Mit diesem Prädikat verlinkt sie auf die Web-IDs ihrer Freunde. Hat also RDF-Trippel in ihrem Profildokument drinstehen, die aussagen, okay, Alice hat bestimmte Freunde, Alice kennt bestimmte andere Leute im Web.
mit der Vorwurf-Ontologie und mit Hilfe von RDF ist aber noch darüber hinaus noch mehr möglich. So kann Alice auch einfache Daten literale hinterlegen, wie ihren Namen, zum Beispiel über das Prädikat Vorwurf-Name. Hinterlegt sie die Zeichenkette Alice, um auch zu sagen, okay, derjenige, der hinter dieser URI sich verbirgt, heißt tatsächlich Alice. Auch ganz gewöhnliche Dokumente im Web können verlinkt werden, wie jetzt ein Bilddokument. Kann sie über das Prädikat Vorwurf-Image auf die URI eines Bilddokuments verlinken. Und was auch geht, sie kann natürlich erstens, ist sie nicht auf die Vorwurf-Ontologie beschränkt, sondern kann beliebige Ontologien im Web nutzen, um ja, ihre Daten zu hinterlegen. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel genommen, eine fiktive Event-Ontologie, mit der Alice hier aussagt, sie hat an einem oder hat vor, an einem Event teilzunehmen. Und dieses Event ist auch hier wieder dargestellt über eine URI, über einen Uniform Resource Identifier, den ich abrufen kann, ganz egal, wo im Web er sich befindet. Ich habe jetzt hier auch wieder eine fiktive URI, die das SIGINT 2013 Event beschreibt, angegeben. So drückt Alice also in ihrem Profildokument aus, ich, Alice, identifiziert mit dieser Web-ID, nehme teil an einem Event, das wiederum durch diese URI identifiziert ist. Und weil das alles URIs sind, also Links quasi, Links auf andere Dinge im Web, kann ich eben ja, da auch andere Dinge verlinken, den Links folgen und dort weitere Informationen finden. Zum Beispiel kann jetzt hier hinter der URI des SIGINT-Events können sich weitere Daten in Form von RDF-Trippeln befinden. Zum Beispiel das Startdatum und das Enddatum als einfache Datenliterale, aber auch weitere Verlinkungen wieder in ganz andere Teile des Webs, wie jetzt hier in diesem Beispiel die Event Location, die jetzt auf eine Entität Köln verweist. Das kann dann auch wieder eine URI sein, die irgendwo ganz anders liegt. Die muss jetzt nicht irgendwie auf dem gleichen Server liegen wie das Event oder auf dem gleichen Server wie Alice Profildokument. Es kann irgendwo im Web liegen, weil es ja durch eine URI identifiziert ist. Diese URI kann man abrufen, um dann neben den Informationen zu dem Event selbst auch noch Informationen über die verlinkte Stadt zu erhalten. Das ist das im Groben, was man unter Linked Data versteht. Das ist das Web of Data, was unser Web von Dokumenten ergänzt mit strukturierten, maschinenlesbaren Daten. Und Alice und ihre Freunde, weil sie sich selbst eine Web-ID gegeben haben, eine URI, werden verlinkbarer Teil dieses Datenwebs. So, schauen wir uns mal an, wie so ein Profildokument dann in der Praxis ausschaut. Das ist nichts anderes als bei HTML auch, im einfachen Fall einfach eine ganz normale Textdatei, die jeder sich selbst schreiben könnte und auf seinem Server hochladen könnte. Und die, wie gesagt, diese RDF-Trippel enthält, bestehend aus Subjekt, Prädikat, Objekt. Subjekt ist jetzt hier oben in blau angegeben. Das ist die bereits bekannte Web-ID von Alice, example.org, Alice, me. Und dort hat sie jetzt einfach reingeschrieben, die Prädikate und Objektpaare, die wir eben auch schon in einer grafischen Darstellung gesehen haben, die sehen wir jetzt hier nochmal in der textuellen Darstellung. Vorwurf-Name lautet Alice, Vorwurf-Image verlinkt auf das Bild von Alice und sie verlinkt über Event-Intents auch die URI des SIGINT-Events und über Vorwurf-Knows ihre Freunde. Und hier sieht man jetzt nochmal sehr schön, dass es völlig egal ist, wo die Freunde von Alice ihr Profil gehostet haben. Denn die Freunde sind auch wieder über eine Web-ID, also eine URI, identifiziert und können irgendwo ins Web verweisen. Zum Beispiel auf Bob-Example oder auf irgendein Social Network oder wohin auch immer. Spielt keine Rolle, da wir das gleiche Prinzip anwenden, das wir schon von Dokumenten kennen, eine globale Verlinkbarkeit über URIs. Dieses Dokument kann sie jetzt in Ergänzung zu einer menschenlesbaren HTML-Seite ins Web stellen, wie wir es eben bei meinem Profildokument gesehen haben. Und das Ganze läuft dann, wenn es technisch interessiert, also über ganz normale HTTP-Content-Negotiation. Ich sende einen passenden Accept-Header mit meinem HTTP-Request, bekomme dann als Browser in der Regel eine HTML-Seite ausgeliefert. Wenn ich irgendwie eine Software bin, die mit dem Profil maschinell umgehen möchte, dann fordere ich über einen anderen Header einfach ein anderes Datenformat an, bekomme diese RDF-Datei. Okay. Gibt es zu dem Aufbau der Profile soweit Fragen? Ja.
So heißt einfach die Ontologie. Also eine Ontologie definiert einfach nur die Prädikate, die ich nutzen kann. Das ist der Name davon. Ja? Ja, also da, es geht gleich noch ein bisschen, bitte? Achso, ich soll die Frage wiederholen, ob ich auch nachher nochmal darauf eingehe, wie das Ganze weiter genutzt werden kann, wofür es gut ist und wie man das Ganze sich dann auch praktisch verlinkt. Oder was war noch die Frage? Synchron hält. Ja, also das wird gleich noch detaillierter. Es geht jetzt erstmal darum, dass ihr das soweit alles verstanden habt. Ich will ungern jemanden abhängen dann hier. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Logins, meinst du? Genau, ich kann nicht auf den Content von sozialen Netzwerken verweisen, die eben eine geschlossene Plattform sind. Das war die Frage, ob ich da andere Plattformen mehr ein Login davor haben, ob ich darauf dann auch verweisen kann. Das geht nicht, weil das eben geschlossene Plattformen sind. Aber das würde ich ja gerne ändern. Zum Thema Login, wie das bei WebID funktioniert, kommen wir direkt als nächstes. Okay. Gibt es noch Fragen zu RDF und der Art und Weise, wie ich hier Personen darstelle und verlinke? Ja? Das ist einfach die Syntax hier, weil ich habe hier ein Prädikat for of knows, kann dann kommasepariert mehrere Objekte angeben. Achso, und hier Semikolon, weil noch ein weiteres Prädikat folgt zu dem Subjekt oben und mit dem Punkt endet quasi enden alle Aussage zu dem obigen Subjekt. Das sind aber Syntaxdetails, das ist jetzt die sogenannte Turtle-Syntax. Darauf kommt es jetzt gar nicht drauf an. Wichtigstes sind RDF-Triple aus Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja? Das ist eine gute Frage. Warum hat man jetzt eine neue Syntax erfunden und nicht JSON oder Ähnliches genommen? Es ist eine von vielen Syntaxen für RDF. RDF ist erstmal nur ein Datenmodell. Das heißt, ein Datenmodell, das sagt, Daten sind in Form von Trippeln abgelegt. Welche Syntax ich tatsächlich nutze, ist dann mir überlassen. Und so eine Syntax kann auch JSON sein. Wenn ich Daten in Form von JSON als Trippel ablege, ist das komplett valides RDF. Es gibt auch eine JSON-Syntax. Und es gibt eine XML-Syntax, das haben wir eben gesehen, als ich das über die Kommandozeile abgerufen habe. Das nennt sich dann RDF-XML. Das ist ganz normales, valides XML, aber mit Daten in Form von Trippeln. Das wäre dann noch eine Rückverlinkung, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu. Ja, also ihr stellt schon die richtigen Fragen, das zeigt mir, dass ihr grundsätzlich das Prinzip erstmal begriffen habt. Was jetzt noch fehlt ist, wenn ich mich mit, ich habe jetzt mein Profil. Die Frage ist, wie kann ich mich mit diesem Profil jetzt mit meinen Freunden verlinken? Wenn ich irgendwie mich befreunden möchte, wenn ich meine Teilnahme an Events bekannt geben möchte, wenn ich ja, allgemein etwas mit meiner Identität machen will, dann muss ich mich ja irgendwie gegenüber Diensten auch authentifizieren. Aber auch das ist mit WebID möglich. Da gibt es das WebID Authentication Protokoll, was genau das tut. Und dieses Protokoll basiert im Grunde genommen auf ganz einfachen Web-Technologien, die alle schon seit Jahren im Browser, von Browsern und Webservern unterstützt werden, nämlich grundsätzlich erstmal eine ganz normale SSL-Client-Authentication. Das heißt, Alice legt sich ein Zertifikat an, ganz normales SSL-Zertifikat. Das muss auch nicht von der Certification Authority beglaubigt sein. Das kann ein selbst signiertes Zertifikat sein, was sich einfach mit OpenSSL auf der Kommandozeile beispielsweise erstellt. Ein wesentlicher Unterschied oder eine wesentliche Ergänzung zu so einem gewöhnlichen Zertifikat ist, dass dieses Zertifikat als Alternative Name auf die URI von Alice verweist, also auf die Web-ID von Alice. Das sieht man jetzt hier, das mal da so dargestellt, URI gleich die Web-ID von Alice. Das heißt also, das Zertifikat verlinkt über diese URI, über diese Web-ID auf das Social-Web-Profil von Alice. Und das ist auch genau das Profil, was wir schon gesehen haben, mit Vorauf-Name, Vorauf-Image etc., den Freunden und so weiter, mit noch einer Ergänzung jetzt für die Authentifizierung. Dieses Profil enthält auch den zum Zertifikat gehörenden Public Key. Das
ist ein Public Key, den kann ich beliebig veröffentlichen, das muss ich auch, damit das Ganze funktioniert. Dafür gibt es eine passende Ontologie, die CERT-Ontologie. Da kann ich einfach 2, 3 RDF-Triple im Profil hinterlegen, um diesen Public Key auch maschinenlesbar dort darzustellen. Und wenn jetzt ein Dienst im Web ein Web-ID-Login unterstützen möchte, dann passiert Folgendes. Alice klickt auf einen Login-Link und dann wird sie aufgefordert, ihre Web-ID auszuwählen, ein Zertifikat auszuwählen, also insofern erstmal ganz normale SSL-Client-Authentifizierung, die von jedem Browser und jedem Webserver unterstützt wird. Sie wählt das aus, der Server prüft dann, ist das ein valides Zertifikat. Es muss, wie gesagt, nicht beglaubigt sein, aber es muss valide sein, das heißt, Public und Private Key passen zusammen, es steht nicht irgendein Unsinn drin. Dann kann der Server im zweiten Schritt, wenn er das geprüft hat, dass das Zertifikat valide ist, kann er die URI aus dem Zertifikat entnehmen und kann das maschinenlesbare Profil mit den RDF-Trippeln abrufen und kann gucken, okay, was steht denn da für ein Key drin? Kann vergleichen, ist der Public Key des Zertifikats derselbe wie der Public Key, der im Profil steht? Wenn das der Fall ist, dann habe ich nachgewiesen, okay, derjenige, der gerade meine Webseite besucht, der da auf Login geklickt hat und ein Zertifikat vorlegt, das ist auch derselbe Mensch, der auch dieses Profildokument besitzt. Ja, wenn das Zertifikat ist valide, enthält Public Key, das Profil enthält den gleichen Public Key, das heißt, der Public Key des Profils passt zum Private Key von Alice. Alice ist also in dem Moment gegenüber dem Dienst mit ihrer Web-ID authentifiziert. Der Dienst kann die Daten des Profils dann nutzen, um ja, den Dienst eben anzubieten, den er anbietet, wie Bilder hochladen etc. pp. Auch das ist jetzt viel Theorie, das möchte ich einfach mal in der Praxis zeigen, wie das dann aussieht, anhand von ein paar Beispielseiten, die Web-ID-Login unterstützen. Das ist zum einen die Seite, ja, das ist auch ein bisschen verrenkt hier so, vielleicht schaue ich es mal um, ich riskiere es mal und gucken, was er dann macht. So, ja, jetzt seht ihr wieder nichts. Nein. Ah, so soll es sein. Jetzt sehen wir beide was. Also wir alle. So, das ist die Seite MyProfile.eu und die unterstützt ein Web-ID-Login. Ihr habt bereits gesehen, also das ist mein Profil, das liegt auf meinem eigenen Server. Und das ist eine andere Seite, die unterstützt aber ein Web-ID-Login. Und jetzt kann ich hier draufklicken. Und jetzt kommt, wie ich schon vorausgesagt habe, die Zertifikatauswahl. Ich kann jetzt hier, ich habe mehrere Identitäten, auch das ist natürlich möglich. Ich kann mit Pseudonymen auftreten, ich muss mich nicht auf eine Identität beschränken. Ich wähle jetzt einfach meine Identität aus, die wir eben gesehen haben, klicke auf OK, der Server prüft das Zertifikat, es ist valide, er ruft mein Profil ab, sieht, der Public Key passt auch zu dem Zertifikat, das heißt, ich bin offensichtlich der Mensch, dem dieses Profil gehört. Das heißt, er kann das Profil nutzen, um mich einzuloggen. Ich brauche jetzt kein Passwort oder so einzugeben, ich brauche auch gar keinen Account bei MyProfile selbst, weil diese Web-ID ausreicht, um mich im Web zu identifizieren. Ich bin jetzt hier eingeloggt, und kann eben mit meiner Identität zum Beispiel einen Kommentar hinterlassen, was ich einfach mache. Hello, I am presenting web ID at SIGINT13 in Cologne. So, speichern. Und dann ist der Kommentar da. Mit meiner web ID, obwohl ich bei dem Dienst selber keinen echten, in Anführungszeichen, Account besitze. Mit meiner web ID kann ich mich global irgendwo anders anmelden. Weiterer netter Dienst ist, der noch in dem Alpha-Status steckt, aber der einfach mal auch das Potenzial aufzeigt, was dann damit möglich ist, ist dieser Kalender, der verlangt auch direkt nach dem Login, wähle ich wieder meine Identität aus, es passiert der gleiche Prozess im Hintergrund, ihr seht oben, ich bin mit meiner Web-ID angemeldet und hier seht ihr jetzt auch die Termine, die ich da vor kurzem eingetragen habe, nämlich die SIGINT Tag 1 bis Tag 3. Ja,
Das ist, ich finde das ziemlich genial, weil es eben weder Nutzernamen noch Passwort benötigt und von zentralen Diensten komplett abgekoppelt ist. Ich brauche da jetzt nicht irgendwie mich mit Facebook zu connecten oder sonst wie. Ich kann mich einfach mit meinem selbst gehosteten Profil anmelden. So. So, was haben wir jetzt damit erreicht? Wir haben im Prinzip genau das erreicht, was ich am Anfang so als "Wie soll es eigentlich sein?" beschrieben habe. Wir haben verteilte Profile. Alice kann zum Beispiel ihr Profil auf einem eigenen Webserver hosten, während Bob dazu vielleicht zu bequem ist, sich lieber auf einen Profile-Hoster verlässt, der das Ganze für ihn anbietet. Aber es spielt keine Rolle. Sie können trotzdem miteinander befreundet sein, weil sie einfach über ihre URIs mit der Vorwurf-Ontologie aufeinander verlinken. Alice kann auf ihrem Webserver bloggen, Bob kann das kommentieren. Das muss auch nicht direkt auf Alice Webserver sein. Es kann irgendeine Kommentarplattform, irgendein anderer Dienst sein, der wieder irgendwo anders im Web liegt. Durch URIs verlinke ich einfach drauf, verknüpfe die Daten nicht nur per HTML-Link, sondern eben auch auf einer maschinenlesbaren Ebene in Form von RDF. Alice kann zu irgendeinem Event-Hoster im Web gehen, kann dort ein Event anlegen, was wiederum als Link-Data dann im Web veröffentlicht wird, kann ihr Profil mit diesem Event verlinken, mit diesem, zum Beispiel mit diesem Attends, sagen, sie nimmt an diesem Event teil. Und das Event kann auch wiederum einen komplett anderen Dienst im Web nutzen, wo dann irgendwelche Orte gehostet sind. Irgendein Geodienst, wo dann die Stadt Köln gehostet ist, kann sagen, okay, ich finde dieses Event in dieser Stadt statt. Völlig unabhängig davon, wo die einzelnen Dinge, die einzelnen Entitäten gehostet sind. Vielleicht noch ein kurzer Satz zu den Rückverlinkungen, weil das auch eben gefragt wurde. Wie funktioniert das jetzt? Wie sehe ich überhaupt, wer alles an diesem Event dann teilnimmt? Wenn jetzt Alice in ihrem Profil angibt, okay, ich nehme an SIGINT teil, weiß ich das ja irgendwie nicht als Besucher von diesem SIGINT-Event. Wer nimmt denn jetzt alles an diesem Event tatsächlich teil? Das geht über, genau wie wir es auch schon von Blog-Kommentaren kennen, über semantische Pingbacks. Ja, sobald jemand auf das SIGINT-Event verlinkt, sobald jemand sagt, okay, ich nehme daran teil, kann ein semantisches Pingback gesendet werden, wie im Blog eben auch, und das Event kann dann rückverlinken. Sieht das Pingback, aha, okay, da nimmt jemand an mir teil, dann verlinke ich mal zurück als, das ist ein Teilnehmer. Und so habe ich dann auch dort eine Liste aller Teilnehmer drin. Okay, dazu Fragen noch? Das geht auch. Also ich habe ja erstmal, dadurch, dass ich alles selbst hosten kann, habe ich so die größtmöglichste Auswahl an dem, was ich zulassen und verbieten kann. Ich bin nicht mehr irgendwie auf irgendwelche Datenschutzeinstellungen von Facebook angewiesen, sondern ich kann selbst meinen Webserver im Zweifel konfigurieren und sagen, okay, du darfst du das nicht. Soweit vereinfacht ausgedrückt. Konkreter gibt es auch dafür spezielle Ontologien, um semantische Access Control Lists zu beschreiben. So ähnlich wie eine Access Control List auf Filesystemebene. Kann ich auch da dann eben sagen, okay, wer darf denn jetzt welche Teile meines Profildokumentes sehen und wer darf das nicht sehen, beziehungsweise erst nach Authentifizierung sehen. Ja. Du meinst, wenn ich das selber hoste und wie es dann um meinen Traffic bestellt ist? Oder wie? Ja, ich versuche sie gerade selbst zu verstehen. Angenommen, ich verweise, wenn ich es vorhin verstanden habe, auf Daten bei irgendjemand anders wie. Okay, die Frage war, glaube ich, wenn
ich jetzt hingehe und auf irgendeinen Dritten verlinke, ob ich ihm damit quasi mehr Traffic zuschaufeln kann, den er eigentlich nicht verträgt oder nicht haben möchte. Prinzipiell schon, weiß ich nicht. Also wenn ich irgendwohin verlinke oder irgendwas, also wenn ich irgendwas ins Web stelle, muss ich damit rechnen, dass es jemand abruft, klar. Genau, das wäre der, er sagt, der Hauptnutzen sei ja der Dienste, dass ich mir eben selbst um den Traffic nicht kümmern muss. Ist korrekt. Also ich kann das, die Entscheidung liegt bei mir, ob ich mein Profil, meine Daten selbst hoste oder ob ich irgendeinen Dienstleister nutze. Ich kann ja heute mich auch entscheiden, lege ich selbst einen Blog auf meinem Webspace, auf meinem Server an oder nutze ich irgendwie blogger.com oder sowas oder WordPress.com. Das, bitte? Dann bin ich auch wieder in einem Silo. Warum? Ja, in einem Silo verstehe ich was anderes. Er sagt, ich bin wieder in einem Silo, weil ich ja dann wieder irgendwie bei Blogger bin oder bei Google. Also ich verstehe unter dem Silo vor allen Dingen diese Abgeschottetheit, dass ich mich nicht interlinken kann mit anderen Dingen. Das ist ja nicht der Fall, wenn wir diese Link-Data-Strategie, Web-ID-Strategie verfolgen. Dann kann ich zwar irgendwo bei einem Fremddienst das hosten, habe dann die Daten bei ihm liegen, das muss jeder selbst wissen, ob er das möchte, aber wenn dieses Prinzip verfolgt wird, bin ich nicht darin eingesperrt, sondern bin verlinkbar. Ja? Also die Frage war, ob es denn tatsächlich jeder so einfach machen kann, wie ich das jetzt hier darstelle. Ist eine berechtigte Frage. Das ist derzeit de facto noch nicht so. Ich denke, es ist wie in den Anfangszeiten des Webs, wo man noch selbst HTML-Seiten schreiben muss. Das konnte auch erstmal nicht jeder. Das war erstmal etwas für Early Adopters. Ich kann halt heute hingehen und mir so ein Profildokument selbst schreiben, wenn ich entsprechend technisch fit bin. Um das massenkompatibel zu machen, brauchen wir natürlich mehr Software, da komme ich auch gleich im Fazit nochmal drauf zu sprechen, die wirklich massenkompatibel ist, sozusagen ja irgendwie einfach zu bedienende Oberflächen, zum Beispiel ja, eben was WordPress für Blogs ist, brauchen wir letztendlich für Profildokumente. Was einfach installiert ist, wo jeder einfach über eine Oberfläche sich ein eigenes Profil anlegen kann, egal wo. Wie bringt man große Firmen dazu, wie Facebook dabei mitzumachen? Sie haben ein Interesse, sich abzuschließen, das ist vollkommen korrekt. Das wird der Druck regeln. Wenn die Leute von geschlossenen Plattformen abwandern, weil sie sich eben dort nicht frei verbinden können, weil sie darin eingeschränkt sind, dann muss sich Facebook irgendwann öffnen oder sterben. Und man sieht auch jetzt schon bei Facebook, dass sie mit diesem OpenCraft-Protokoll ist letztendlich auch nichts anderes als RDF. Das ist noch sehr abgeschottet, aber es hat zumindest schon mal das Potenzial, später auch mal verlinkbar zu werden mit anderen Diensten im Web. OpenCraft ist RDF. Doch. Also ist zumindest in RDF überführbar und das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Ich glaube sogar, es ist RDF letztendlich. Also es bildet Daten als Triple ab. Er meinte, der Kritikpunkt ist, es gäbe Kommunikationsprobleme. Als Tim Berners-Lee angefangen hat mit Semantic Web und verlinkt eure Daten, dann hätten das wenige Leute getan. Und jetzt, wo Facebook, vielleicht auch Google, ist das jetzt nicht erwähnt, ergänze ich jetzt einfach mal, damit anfangen, sagen, hier macht OpenCraft, bindet diese Metadaten ein, um besser aufgefunden zu werden, um besser Dinge einzubetten, dann macht es jeder. Das ist sicherlich ein Marketingproblem, also oder ein Marketing. Kommunikation, die da wirkt. Wenn ich das richtig verkaufe, dann machen das die Leute eher, als wenn irgendwie Akademiker hingehen und mach doch das bitte so und so, dann ist das alles viel schöner und keiner versteht's. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das sich massenkompatibel wird. Ich führe es gerade zu Ende und wir können dann die Fragerunde fortsetzen. Was können wir jetzt tatsächlich tun, um dieses offene Web Realität werden zu lassen, beziehungsweise Realität ist es schon, ist es nur noch sehr klein und sehr unbekannt. Was können wir tun?
Schritt 1, besorgt euch eine Web-ID, wenn euch das ein bisschen begeistert hat, was ich erzählt habe, ein bisschen Interesse geweckt hat. Das ist tatsächlich schon sehr einfach. Ich hatte es eben gesagt, man schreibt sich selbst ein Profil, muss aber nicht. Ihr könnt einfach zu diesem Dienst MyProfile.eu gehen und euch dort innerhalb von wenigen Sekunden ein Profil anlegen. Das ist natürlich dann wieder bei einem externen Dienstleister, das möchte nicht jeder. Wer es anders möchte, kann eben einfach auch das dann selbst erstellen. Dann muss er ein bisschen mehr Hirnschmalz investieren, ist aber auch nicht schwer im Endeffekt. Ist auch nicht schwerer, als irgendwie eine HTML-Seite anzulegen. Schritt 2. Verbreitet die Idee, erzählt anderen davon, nutzt eure Web-ID, präsentiert die euren Freunden, denn das Thema ist leider noch sehr unbekannt. Schritt 3. Wenn ihr irgendwie an Open-Source-Anwendungen programmiert, irgendwie Softwareentwickler seid oder auch nur hobbymäßig irgendwie hier und da mal ein Projekt unterstützt, bringt Web-ID dort ins Gespräch, unterstützt Web-ID-Logins und letztendlich Schritt 4, verlinkt auch eure Daten. Den Content, den ihr auf euren Plattformen veröffentlicht, seien es irgendwelche Media-Hoster oder Event-Planner, was auch immer ihr macht im Web, verlinkt eure Daten, gibt euren Nutzern ein Web-ID-Login, um sich selbst auch mit diesen Daten dann zu verlinken und auch mit anderen Diensten sich zu verbinden auf diese Art und Weise. Es ist ganz wichtig, dass wir massenkompatible Dienste schaffen, die diese Technologie unterstützen, damit das Ganze wächst. Ich sehe das wirklich als ein Grassroot-Movement, ähnlich wie zu den Anfangszeiten des Webs, was klein anfängt, was erstmal nur wenige können, weil einfach die Tools fehlen. Aber diese wenigen Leute müssen einfach anfangen, es zu tun, es immer besser machen, die richtigen Tools zur Verfügung stellen, sodass jeder, wie vor 10, 15 Jahren hätte man auch nicht gedacht, dass jeder Opa quasi ein eigenes Blog irgendwie öffnen kann. Heute ist das möglich, weil einfach die Tools so einfach geworden sind, dass es jeder machen kann. Ja, das will ich einfach nur vermitteln. Das ist erstmal die Grundidee, die ich heute darstellen wollte. Wie könnte das Ganze aussehen? Da ist noch viel Arbeit, die zu tun ist, die wir einfach meiner Meinung nach jetzt leisten müssen, wenn wir uns von diesen sozialen Netzwerkplattformen, diesen zentralisierten Plattformen befreien wollen. Ja, weitere Infos zu Web-ID gibt es unter webid.info und beim W3, beim W3C unter w3.org/wiki/web-ID. Zum Thema Linkdata, wie gesagt, mein Vortrag von letztem Jahr oder das Portal linkdata.org. Die Webseite ist nicht so schön, aber sie enthält viele Links auf nützliche Informationen. Zu guter Letzt noch mein Blog, datenwissen.de. Ich blogge nicht so viel, aber da stehen hier und da mal ein paar interessante Artikel auch mit Hintergrundinformationen drin und hin und wieder kommt auch was Neues dazu. Ihr könnt mich erreichen über meine E-Mail-Adresse angelofeltens@online.de, in meinem Blog und auf Twitter unter @afeltens. Wir können jetzt noch ein paar Fragen durchgehen, denke ich. Ansonsten, wie gesagt, ich bin online erreichbar. Oder halt noch die nächsten 2 Tage hier auf der Konferenz, sieht man sich sicher auch nochmal, wenn ihr das Thema weiter diskutieren wollt, noch Fragen habt. Ja. Wie findet man in diesem System ein bestimmtes Event, auf das man verlinken will? Zum Beispiel über deine Freunde. Wie findest du heute Events? Du hast es in deiner Timeline. Auch da hast du eine Timeline. Du hast Freunde, die Freunde posten Inhalte. Du kannst über einen Aggregator kannst du diese Inhalte in eine Timeline aggregieren und siehst dann dort die Events, an denen deine Freunde teilnehmen. Du kannst es über eine Suchmaschine finden. Du kannst es, auf, quasi wie du heute auch die Dinge findest, kannst du sie da auch finden. Nur, dass du nicht auf eine Plattform oder auf eine Handvoll Plattformen beschränkt bist, sondern das wirklich global schaffen kannst. Und gerade weil die Daten maschinenlesbar sind, ist es eigentlich noch einfacher, Dinge aufzufinden, die relevant sind. Was ist, wenn ich ein eigenes Profil auf meiner Domain habe und kann irgendwann meine Domain nicht mehr zahlen? Bitte, was? Die fällt in die Hände von jemand anderem. Musst du erstmal dein Zertifikat widerrufen und der Inhalt sind wahrscheinlich dann weg. Ist dann nur die Inhalte sind ja noch auf deinem Server, aber die Domain ist weg. Ist blöd. Ja, neue Identität anlegen, würde ich sagen. Guter Punkt, da kann man sich mal Gedanken machen, wenn wir die grundlegenden Dinge aufgebaut haben, würde ich sagen. Ist natürlich ein Problem. Bitte? Genau, das Problem hat man bei Facebook auch erst irgendwie dann gemerkt, als die ersten Nutzer starben. Wird sicher auch noch spannend. Ja?
Also ich glaube, das wird sich konsolidieren. Also es, die Frage ist, wie wird passiert das? Bei RDF gibt es ja grundsätzlich mehrere Ontologien, die sich auch überschneiden. Wie wird das quasi aussehen? Welche Ontologien sind denn dann relevant? Also ich glaube, das werden sich einfach über die Zeit bestimmte Ontologien durchsetzen. Für VOAF ist das zum Beispiel, also für Personen und Beziehungen ist das, denke ich, VOAF, was verbreitet ist. Und sobald sich eine durchgesetzt hat, hat man wenig Nutzen daran, eine neue irgendwie sich auszudenken für das Gleiche oder eine neue zu nutzen. Wenn doch, kann man immer noch auch sagen, man kann auch einen Link wieder setzen zwischen zwei Prädikaten. Wenn jetzt zwei Prädikate in verschiedenen Ontologien funktional das gleiche aussagen, kann ich auch wieder über ein Same-As verlinken. Ist nicht ganz so schön, wie wenn man einfach immer dasselbe nutzt, aber ich glaube einfach, das wird sich konsolidieren über die Zeit. Ja, noch was? Ansonsten machen wir hier Ende. Ja, dann vielen Dank und viel Spaß im Web.